Deine Arbeit ist erst getan, wenn es zur Premiere kommt. Und bis dahin gibt es sehr, sehr viele Anpassungen, weil man im Probenprozess natürlich immer feststellt, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Im Falle der Linie 1 war es das Letzte, was angepasst werden musste, waren zum Beispiel ganz konkret die Rollen unter den U-Bahn-Sitzen. Da haben wir festgestellt im Probenprozess, dass die nicht smooth genug sind und nicht gut genug rollen, um die Choreografien mit diesen Bänken vernünftig hinzukriegen. Das heißt, die mussten angepasst werden. Und sowas passiert eigentlich am laufenden Band. Da muss man einfach für vorbereitet sein, dass immer was zu verändern ist. Und es ist auch so, dass wenn die Bühne zum ersten Mal steht, dass man dann ja erst wirklich einmal den Gesamteindruck bekommt und dann immer mal an verschiedenen Stellen sieht, wo man gerne noch was verändern würde. Weil man da das Gefühl hat, da fehlt noch eine Leiste oder da ist irgendwas zu viel, da würde ich gerne was reduzieren. Das heißt, es ist immer ein Prozess, der eigentlich bis zur Premiere geht.